In diesem Video erkläre ich, wie KPI-Indikatoren schön mit Farbe in Power BI dargestellt werden können. Schritt 1 ist, ich erstelle eine Tabelle und lasse mir die Sales-Werte nach dem Datum ausgeben. Nun, im nächsten Schritt möchte ich eine neue Spalte, die den KPI-Indikator beinhaltet. Dazu erstelle ich eine neue Spalte. Nenne diese KPI und verwende die Funktion UnitChar 11044. Diese Zahl entspricht einem Kreis und kann diese nun im Power BI mir anzeigen lassen. Im nächsten Schritt möchte ich nun auf Basis der Umsatzwerte die entsprechende Farbe Rot, Grün, Gelb darstellen. Dazu gehe ich auf diese neu erstellte Spalte und gehe auf bedingte Formatierung und wähle Schriftfarbe aus. Hier habe ich ein neues Menü, wo ich die Formatierung nach Regeln auf Basis der Saleswerte erstellen kann. Und ich kann nun festlegen, falls der Wert größer oder gleich 0 ist, der Zahl, und kleiner als 6 Millionen, dann möchte ich die Farbe Rot sehen. Falls die Zahl größer oder gleich 6 Millionen als Zahl ist, aber kleiner als 8 Millionen, dann möchte ich die Farbe Gelb. Zu guter Letzt, falls der Wert größer als 8 Millionen als Zahl ist und kleiner als das Maximum, dann möchte ich die Farbe Grün. Ich bestätige mit OK und erhalte nun je nach Umsatzwert die entsprechende KPI-Farbe. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich sehr über ein Like oder eine Subscription und bis demnächst.